Herzlich willkommen bei diesem Capstone-Video zum Thema Prozentrechnung. Wir sehen vor uns 6 relativ einfache Prozentrechnungen. Das Ziel ist es allerdings, diese Rechnungen im Kopf ausführen zu können. Meine Erklärungen werde ich trotzdem schriftlich festhalten. Beispiel A. Es ist 1% von 1500 zu berechnen. Zur Erinnerung, 1% ist die Abkürzung für 1/100. Also die eigentliche Rechnung ist 1% von 1500, 1500 durch 100 zu dividieren. 1500 durch 100 ist ganz elementar, einfach 15. Das Komma um 2 Stellen nach links verschoben. Beispiel B ist die Fortsetzung von A. Es sind nun 3% von 1500 gefragt, also 300stel von 1500. Das werden wir im Kopf übersetzen in zuerst 1% berechnen und dann das Dreifache davon nehmen. Das 1%, 15, haben wir schon, mal 3 ergibt 45. In C sind 7% von 300 gefragt. 7%, also zuerst wieder 1% ausrechnen, dann die 7% durch 100 mal 7. Notiert wären das 7/100 von 300. Konkret gerechnet sind es 300 durch 100 ist 3, mal 7 ist 21. Was viel schneller geht. Beispiel Dora, 10% von 420. 10% von 420 übersetzen wir in 10/100 von 420. Das werde ich so natürlich nicht rechnen, sondern 10% ist 1/10 von 420. Ich werde in Wahrheit 420 durch 10 dividieren und erhalte dadurch 42. Emil schließlich verlangt von uns 50% von 640. Auch diese 50% werde ich nicht über den Umweg von 1% berechnen. 1% von 640 wäre 6,4. Ich müsste diese 6,4 dann mit 50 multiplizieren. 50%, 50/100 gekürzt, ist einfach die Hälfte von 640. Und 640 durch 2 ist elementar berechenbar als 320. Und am Schluss das scheinbar schwierigste Beispiel. 99% von 800. Auch hier könnten wir den Umweg über 1% gehen, um dann dieses 1% mit 99 zu multiplizieren. Ich werde aber einfach von 100% 1% abziehen und ebenfalls 99% berechnen. Also von 800 ziehe ich das 1% 8 ab und erhalte unmittelbar 792. Die in der Angabe verlangten 99% von 800. Und damit ist das Beispiel auch schon vollständig gelöst.